Philipp, Spitzenspiel, Derby, Sölling gegen Grötzingen, zufrieden mit dem Ergebnis? Zweigeteilt. Also die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir waren drin, wir waren in den Zweikämpfen im Vergleich zur Vorwoche, wo wir 0 in den Zweikämpfen waren, dann verdient auch gegen Stupferich verloren haben. Deswegen war es ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, mit einem Tick mehr Glück hätten wir es auch gewonnen. Aber ich glaube, mit dem Unentschieden können beide Mannschaften leben. In der zweiten Halbzeit saht ihr schwächer aus, meiner Meinung nach. In der ersten Halbzeit war es umgekehrt. Wie siehst du das? Ja, zweite Halbzeit wussten wir, dass Sölling drückt. Wir wollten dann auf Konter entsprechend spielen. Wir haben dann aber zu viele Fehlpässe gehabt, zu viele Passfehler im Aufbau. Deswegen sind wir dann nie richtig in die Entlastung gekommen. Dementsprechend war Sölling oder hatte Sölling die Überhand. Ja. Du warst ja dafür zuständig, den Laden hinten sauber zu halten oder zusammenzuhalten. Wie ist dir das gelungen? Ja, ich glaube, ein Gegentor ist ganz gut, wobei mich das Gegentor ziemlich ärgert, weil man das im Vorfeld verhindern hätten können durch ein taktisches Foul. Aber Pablo vorne drin bei Sölling ist natürlich auch eine Klasse für sich. Und ja, also ich denke, es ist schwierig, gegen Sölling kein Gegentor zu kriegen. Passt. Also ich bin zufrieden mit der Leistung hinten drin. Die nächste Aufgabe wartet auf euch daheim gegen Burbach. Was wird das für eine Aufgabe sein? Eigentlich wie jedes Spiel in der Klasse. Also wir müssen kämpfen, müssen beißen, wir müssen kratzen, ja, wir müssen jeden Gegner bearbeiten. Wir sind nicht so eine starke Mannschaft, dass wir jeden Gegner einfach so daher spielen. Deswegen müssen wir über unsere Tugenden kommen, über Kampf, über Leidenschaft, über Engagement. Und dann kommen auch unsere Tugenden zur Geltung mit Passspiel und Offensivspiel. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Burbach hat sich gut verstärkt. Dementsprechend lassen wir uns überraschen. Die Hinrunde hat etwas unglücklich begonnen, sagen wir mal so. Zwei Niederlagen, einen Unentschieden, einen Sieg. Was meinst du? Ja, die Endphase der Hinrunde, beziehungsweise dann die ersten Rückrundenspiele, haben wir verloren. Wir waren da in einem Tief, viele Verletzte, ja, viele Führungsspieler. Man merkt dann auch, wenn ein Spielertrainer wie der Manu, der höherklassig gespielt hat, da nicht spielt oder fehlt. Ja, wir sind halt eine recht junge Mannschaft, von dem her, wenn dann so Stützen wegfallen, wird es, wie vorher schon erwähnt, für uns gegen jeden Gegner schwer. Danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.